herzlich willkommen in meiner Küche zu einem neuen Video. Heute werde ich backen und zwar gibt es heute einen fruchtigen Himbeer-Rhabarber-Vanillekuchen. Ja, ich brauche noch einen Kuchen fürs Wochenende und was gibt es da Besseres momentan als Rhabarber? Den werde ich mit Himbeeren noch verfeinern und Vanille dazugeben und es hört sich jetzt schon so traumhaft an. Deswegen würde ich sagen, wir legen ganz schnell los. Viel Spaß beim Video! Ich beginne mit dem Teig und dafür brauchen wir 125 Gramm Butter in Stücken. Gramm Zucker, 1 Ei, 250 Gramm Mehl. So, das waren schon alle Zutaten für den Teig. Die lasse ich jetzt 3 Minuten lang auf der Teigstufe schön durchkneten. Das ist jetzt der fertige Teig und den gebe ich jetzt in meine vorbereitete Springform, die ich schon schön eingefettet habe. Einfach den Teig kurz rausholen und einmal kurz durchkneten und dann werde ich ihn in der Springform ausdrücken, mit meinem kleinen Wellholz ein bisschen ausrollen, falls er sich arg wehren sollte. Ansonsten mache ich das alles gerade mit der Hand, werde einen kleinen Rand hochziehen und das war's dann schon. Und ich hole den Teig jetzt raus. Ich drücke ihn mir hier gleich schon mal ein bisschen flach. So. Dann ist er schon mal so ein bisschen vorbereitet für die Springform. Dann lege ich ihn rein, drücke ihn weiter aus. Und wie gesagt, ich ziehe nur einen kleinen Rand hoch, keinen ganz hohen. Das reicht nachher für den Belag. So, ich habe jetzt meinen Teig hier fertig in die Springform reingedrückt, musste ihn gar nicht auswellen, habt ihr ja gesehen, ging ganz leicht, ganz einfach, hat sich super verarbeiten lassen. Den stelle ich jetzt kurz an die Seite, spüle mir meinen Mixtopf und dann machen wir mit der Füllung weiter. Bevor wir jetzt aber mit der Füllung weitermachen können, müssen wir uns erst den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. So, jetzt geht's los mit der Füllung. Es kommen 100 Gramm Quark in den Mixtopf. Da braucht ihr keinen Magerquark nehmen, sondern könnt ruhig einen mit 40% Fettgehalt nehmen. 2 Eier. 100 Gramm Zucker. 1 gehäufter Esslöffel Mehl. So, das lasse ich jetzt kurz 20 Sekunden auf Stufe 4 verrühren. So, da hängt noch ein bisschen was vom Quark. Das ist aber nicht schlimm. Das löse ich gerade vom Rand und rühre es mit meinem Spatel runter und kratze danach den ganzen Rand, das alles, was hochgespritzt ist, runter. Und fülle mir die Masse um in eine Schüssel. Und stelle sie zur Seite, so lange, bis wir sie gleich wieder brauchen. Der Mixtopf muss nicht gespült werden, wir machen nämlich gleich weiter. Jetzt gebe ich 250 Gramm Milch in den Mixtopf.
Ich habe ein Ei getrennt und davon kommt jetzt nur das Eigelb in den Mixtopf. Gramm Zucker. Eine Prise Salz. 15 Gramm Speisestärke. Und ein Teelöffel Vanillearoma. Oder ihr könnt auch das Mark von einer halben Vanilleschote nehmen, wenn euch das lieber ist. So, das lassen wir jetzt 8 Minuten bei 90 Grad und Stufe 3 aufkochen. Und in der Zwischenzeit können wir uns schon mal 500 Gramm Rhabarber putzen und in ungefähr 2 cm große Stücke schneiden und 125 bis 150 Gramm Himbeeren waschen und schon mal hinrichten. So, unsere Vanillecreme, unser Vanillepudding ist fertig. Nun gebe ich die Quarkmasse zum fertigen Pudding dazu und verrühre das Ganze 10 Sekunden auf Stufe 4. Damit wäre die Vanillemasse fertig. Ich zeige sie euch hier gerade nochmal. Die kommt jetzt gleich auf den vorbereiteten Boden. Dafür mache ich mir aber hier erst kurz Platz, damit ihr das alles besser sehen könnt. So, jetzt kommt wie gesagt die fertige Vanillemasse auf den Boden. Ich kratze hier alles nochmal vom Rand runter und verrühre es kurz. Und jetzt gebe ich es hier auf den Boden. Hier ist jetzt die Vanillemasse drauf. Und jetzt verteile ich nur noch den vorbereiteten Rhabarber. Wie gesagt, das waren bei mir 500 Gramm. Den habe ich geschält und in ungefähr 2 cm große Stücke geschnitten. So sieht das Ganze aus. Ihr könnt den Rhabarber ruhig ein bisschen in den Vanillepudding reindrücken. Und jetzt kommen noch die Himbeeren drauf. Also ich habe jetzt 125 oder 150 Gramm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ihr könnt ja auch so viel nehmen, wie euch lieb ist. Wenn ihr das gar nicht mögt mit den Himbeeren, könnt ihr sie auch einfach weglassen. Oder ihr könnt auch alles mit den Himbeeren machen und den Rhabarber weglassen, ganz wie ihr wollt. So, ich drücke die Himbeeren auch ein bisschen noch runter. So sieht der Kuchen jetzt aus und der kommt jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 40 bis 45 Minuten in den Backofen. Habt einfach ein Auge drauf, dass er nicht zu dunkel wird. So, meine Lieben, hier ist der fertige Himbeer-Rhabarber-Vanillekuchen. Er war bei mir 45 Minuten im Backofen. Ich habe ihn dann ausgeschaltet und noch 5 Minuten drin stehen lassen zum Nachbacken. Und es duftet hier in der ganzen Küche nach Himbeer-Rhabarber. Das ist so lecker. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ihr müsst ihn unbedingt ausprobieren. Also ich werde ihn jetzt noch gut auskühlen lassen, weil er ist zwar schon eine halbe Stunde aus dem Backofen draußen, aber doch noch relativ heiß. Und wenn er dann gut abgekühlt ist, werde ich, glaube ich, noch ein bisschen Puderzucker drüber geben. Und dann wird sich auch die ganze Familie freuen, dass wir jetzt fürs Wochenende einen leckeren Kuchen haben. Also, wenn ihr Lust und Zeit habt, probiert ihn auf jeden Fall aus und ich freue mich schon auf eure Kommentare und auf euer Feedback. Und dann ist es schon wieder Zeit, euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen, mich ganz herzlich fürs Reinschalten zu bedanken
und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut! Tschüss!